Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es endlich wieder ein neues Kochvideo von mir. Wir machen heute Sigala-Börek und wie die gehen, das zeige ich euch jetzt. Ja, jetzt kommen wir zu den Zutaten. Das Rezept ist ganz einfach. Dafür brauchen wir erst einmal hier diesen Teig. Den habe ich jetzt aus dem türkischen Laden. Da sind so um die 25 Stück drin. Das rollen wir dann gleich. Hier habe ich schon so Feta-Käse, Petersilie und etwas Chili-Pulver zusammengefügt und fülle das gleich dann damit. Und hier habe ich extra nochmal Gouda gerieben und vermische dann halt die Füllung, damit die noch ein bisschen cremiger wird. Und hier ist einmal ganz normales Wasser, um gleich die Teigportionen miteinander zu verkleben, sage ich mal, nach dem Rollen. Aber das seht ihr jetzt. Jeder macht die Sigala-Börek auf seine Art und Weise. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich das zubereite. Und fange jetzt einfach mal an. Ich nehme jetzt einmal diese Feta-Käse mit der Petersilie. Befülle das Ganze einmal. Nehme etwas vom geriebenen Gouda. Klappe hier einmal die Seiten zu. Und fange das Ganze dann einfach an, von unten zu rollen. Habt keine Scheu davor. Manchmal reißt das an den Seiten, aber wenn man das immer weiter höher rollt, dann schließt sich das auch alles wieder. Ich habe das jetzt einmal alles in Wasser eingetunkt, sodass die Spitze dann hier oben anklebt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber so sieht das im Großen und Ganzen dann aus. Und nachher backen wir das alles einfach einmal in Öl aus. So, jetzt noch einmal. Ihr müsst darauf achten, das ist jetzt eine Feta-Packung, diese ganz normale aus dem Supermarkt. Das sollte dann, die ganze Menge sollte dann für 24 Stück ungefähr reichen. Hier jetzt wieder die Spitze in Wasser eintauchen und zu Ende rollen. Die heißen Sigala-Börek, weil die so wie Zigaretten aussehen und so gerollt werden. Und so macht ihr jetzt die ganze Zeit weiter, bis ihr alles verbraucht habt an den Zutaten. Dann wird alles ausgebacken. Man kann die ganzen Zutaten jetzt auch mit Hackfleisch und Zwiebeln machen. Man kann das mit Kartoffeln und Zwiebeln oder mit Kartoffeln und Tomaten machen. Ich habe jetzt einmal die Käsevariante genommen. Ich habe jetzt einmal Öl in der Pfanne erhitzt. Ihr seht, wenn euer Öl so mit einem Stäbchen, so ein Holzstäbchen ins Öl geht und wenn man das so sieht, dass da sich so kleine Bläschen bilden, dann ist das Öl heiß genug. Dann kann man anfangen mit dem Braten. Ich habe das jetzt innerhalb von 5 Minuten alles zu Ende gerollt und packe dann immer so 5-6 Stück in die Pfanne rein. Das geht relativ schnell mit dem Ausbacken. Die muss man nur ganz kurz, die müssen ganz kurz Farbe annehmen. Und dann sind sie auch schon fertig. Lasse ich dann auftropfen auf einem Zewa, damit die sich nicht so voll saugen mit Fett. Und dann richte ich das Ganze auch schon an und zeige euch das dann gleich. Meine Böreks, die haben jetzt leicht Farbe angenommen. Die werden jetzt quasi schon fertig. Da muss man nach seinem Beliebtheitsgrad, wie dunkel oder wie hell man das jeweils haben möchte, einmal ausbraten. Und oder ausfrittieren, sage ich mal. Und ja, ich hole die jetzt einfach einmal aus der Pfanne, das reicht uns jetzt so, und fange dann an mit dem anderen zu braten. So, ich lege das jetzt hier einfach alles einmal auf Zewa und lasse das schön abtropfen. Ihr müsst das hier, wenn ihr das in Öl reingemacht habt, zügig auseinandernehmen, weil die fangen dann immer an zu kleben. Aber wenn ihr die dann auseinandergenommen habt und dann so gerade nebeneinander legt, dann kleben sie nicht mehr zusammen. Dann macht das nichts mehr. Nur wenn ihr die jetzt so halt reintut, dann müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich backe das Ganze jetzt nochmal aus und zeige euch gleich, wie das Ganze halt fertig aussieht. Das geht so schnell. Ein ganz tolles Mittagessen für
wenn man keine Zeit hat. Schmeckt super lecker. Schmeckt Kindern, Erwachsenen. Man kann das mit verschiedenen Salaten anrichten. Und auch befüllen, wie gesagt. Ob man das jetzt die herzhafte Variante mag mit Fleisch oder die vegetarische mit Käse oder mit Kartoffeln. Schmeckt alles lecker. Schön von allen Seiten auspacken. Die halten sich auch super gut. Bis zu 2-3 Tage lang, wenn man die im Kühlschrank lagert. Schmecken dann immer noch lecker. Muss man halt nur schön abdecken. Meine Lieben, ich bin jetzt fertig. Würde das Ganze ungefähr so anrichten. Mehr braucht man da eigentlich auch nicht zu. Hier habe ich jetzt einmal einen ganz normalen Bauernsalat gemacht. Das sind meine Teigrollen, die reichen dann halt für 1-2 Tage. Und hier habe ich einmal meinen selbstgemachten Karottensalat. Der schmeckt echt zum Grillen, ob zum Abendessen oder einfach nur so als Dippen zum Brot oder so. Aber darauf gehe ich extra nochmal in einem besonderen Video für euch ein, weil der so lecker ist, den müsst ihr unbedingt können. Wenn ihr nichts von meinem Kanal verpassen wollt, abonniert mich, gebt mir einen Daumen nach oben, fleißig kommentieren und bis zum nächsten Mal.